Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Wano mit dem, wo sind wir, sechsten oder siebten Video aus der Reihe für Mists of Pandaria. Ich habe euch beim letzten Mal erzählt, dass ich meinen Panda-Jäger nicht spielen konnte, weil er kein Pet hatte und ich in keine Gegend kam, wo ich ein Pet sehen konnte. Ich habe also daraufhin meinen 85er Hunter von Blackrock transferiert, weil der wenigstens Pets hatte. Und ich dachte, mit dem spielen zu können. Jetzt wusste ich, dass ein paar von den exotischen Pets riesengroß sind. Ich hatte Chromagus und den habt ihr vielleicht schon in dem Video gesehen zu der Quest-Warteschlange bei der einen Quest. Der ist halt riesig, also da habe ich den direkt mal aus der Auswahl rausgenommen und mal geguckt, was ich sonst noch so an Pets dabei hatte. Ich hatte noch Rattleboar, das ist ein Woben. Und habe den gerufen und ich bin auf maximaler Zoom-Stufe rausgezoomt. Der verdeckt halt immer noch das ganze Bild. Und das Schöne ist halt, wenn man hier dieses Beastmaster-Talent anwirft, was man normalerweise immer tut, wenn es vom Cooldown ist, dann wird er halt noch eine Spur größer. Dann habe ich geguckt, gut, der fällt also auch auf, wenn ich nicht mir und allen anderen auf den Sack gehen will. Gut, ich scheine der einzige Hunter zu sein auf diesem Server, den das interessiert, ob er mit seinen verfickten Pets Leuten auf den Sack geht. Guckst du dir mal die Schildkröte an. Die Schildkröte ist halt auch noch so groß, dass die auch schon mehr oder weniger den ganzen Bildschirm bedeckt, wenn man in einer halbwegs vernünftigen Zoom-Stufe spielt und man kann halt kein Loot aufheben. Schildkröte fällt also auch raus. So. Und dann noch geguckt, ich hatte noch als früher mal so als AE-Pad, weil das eine AE-Funktion hat, noch so eine Chimäre dabei. Und die Chimäre, wenn ich die rufe, auch da dasselbe Spiel. Die fliegt auch noch so schön dann direkt über einem, sodass man, ich meine, ich kann ja mal versuchen, hier mit rechts irgendwas anzuklicken von diesem Schwein. Ihr seht, die ist halt immer genau da, wo ich bin. Da wird schon schwer, irgendwas zu treffen. Chimäre fiel also auch raus. Naja, und gelandet bin ich dann bei dem einzigen, den ich gefunden habe in meinem Pet-Sortiment, der nicht so riesengroß ist, bei Ghostcrawler, zum Glück einer ganz kleinen Geisterkrabbe. Und dann konnte ich auch ein bisschen Hunter spielen, habe ich allerdings ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gemacht. Aber nur für den Fall, dass ihr daran denkt oder überlegt, Jäger zu spielen, tut der Welt doch einen Gefallen und nehmt nicht gerade Chromagus oder sonst einen von diesen Riesensauriern. Die sind halt auch noch alle original groß, aber ich habe leider keinen von denen, um ihn jetzt mal zu zeigen. In diesem Sinne, euer Onkel Barlow.